Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Ralf an. Dieser hat über den RTL Surfstick geschrieben, welchen er mit 4,4 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. RTL mobiler Router Erfahrungen. RTL Surfstick Erfahrungen. Internet hat man am liebsten immer und überall. Mit dem Smartphone ist das für viele Menschen auch Normalität. Dennoch taucht häufig ein Problem auf. Die mobilen Daten sind aufgebraucht. Manchmal hätte man auch gerne am Laptop außerhalb des WLAN-Netzes eine Möglichkeit, das World Wide Web zu besuchen. Oder mit dem Tablet, wo man damals zu geizig war, mehr für ein 2G-Modul auszugeben. Für beide Situationen kann der RTL Mobile Router oder Surfstick Abhilfe schaffen, denn es ist ein mobiler Hotspot oder Router für bis zu 5 Endgeräte. Genauere Informationen und Details erfahrt ihr in meiner RTL Surfstick Review. Der RTL Surfstick – Produktinformationen. Entstanden ist der RTL Surfstick und der mobile Router aus einer Kooperation zwischen der Vodafone D2 GmbH und der RTL Interactive GmbH. Da Vodafone eines der besten Netze in Deutschland hat, ist die Netzabdeckung mit dem Surfstick dementsprechend sehr gut. Mit dem Router können bis zu 5 Geräte gleichzeitig surfen, egal ob Smartphone, Laptop oder Tablet ohne 3G oder UMTS-Modul. Auf diese Weise erfüllt der Router eine Funktion als mobiler Hotspot. Legt man eine Speicherkarte ein, wird er sogar auch zum mobilen Surfer. Man kann zwischen 2 oder mehreren Geräten Dateien austauschen. Mit dem Surfstick wiederum entfällt diese Funktion des mobilen Datenaustausches. Man kann auch nicht mit mehreren Geräten gleichzeitig ins Internet. Der RTL Surfstick. Beim Surfstick bekommt man das Modell Huawei E173. Dieser verfügt über HSDPA, welches eine Leistungsfähigkeit auf DSL-Niveau ermöglicht. Die Edge-Technologie befähigt den Nutzer auch in ländlichen Gegenden noch das Internet zu erreichen, aber dort nur für kleinere Tätigkeiten, wie Nachrichten lesen oder E-Mails abrufen. Damit bekommt man Zugriff auf paketvermittelte Datendienste im UMTS, Edge oder GPRS-Netz. Der Stick wird per USB-Schnittstelle an einem Laptop verbunden. Voraussetzungen sind Windows-System ab 2000 oder macOS ab Version 10.4. Der RTL mobile WLAN-Router. Bei dem Router handelt es sich um das Huawei R201 Modell. 5 Geräte gleichzeitig im Internet, Datenaustausch und eine Bandbreite von maximal 7,2 Mbits die Sekunde sind hier möglich. So kann man wie gewohnt im Internet surfen und Videos schauen, E-Mails lesen, Nachrichten hören, etwas herunterladen und so weiter. Um den Router nutzen zu können, ist eine SIM-Karte erforderlich. RTL Surfstick Tarifübersicht. RTL mobiler Router Tarifübersicht. Alle SIM-Karten kommen ohne Vertragsbindung und ohne eine monatliche Grundgebühr. Somit hat man auch keine Mindestlaufzeit oder Mindest Umsatz. Die RTL SIM-Karte kostet einmal 9,95 € und man erhält ein Startguthaben von 10 Euro. Gleiches gilt für eine Micro-SIM-Karte. Der mobile WLAN-Router kostet einmalig 49,95 € und auch hier bekommt man ein Startguthaben von 10 Euro. RTL Surf-Pakete. Mit dem Guthaben kann man sich dann verschiedene Surf-Pakete kaufen. Wer nur kurz etwas erledigen möchte, der kauft das kleinste Paket für 99 Cent. Damit erhält man 90 Minuten lang Zugang und man kann insgesamt 1 GB Datenvolumen verbrauchen. Wer schon absehen kann, dass man länger im Internet sein möchte an einem Tag, der kauft das 12-Stunden-Paket für 1,99 €. Auch hier stehen einem 1 GB Datenvolumen zur Verfügung. Man kann auch gleich ein Paket für 7 Tage kaufen für 8,99 € und 1 GB Datenvolumen. 30 Tage mit 3 GB kosten 19,99 € und 90 Tage inklusive 6 GB liegen preislich bei 44,99 €. Den Surfstick sowie den mobilen Router kann man auch im Ausland in über 40 Ländern nutzen. Speziell dafür gibt es das Surfpaket international. RTL WLAN Hotspot Review. Die Entscheidung zwischen RTL Surfstick und dem mobilen Router fiel mir mehr als leicht. Wer lediglich am Computer mobiles Internet braucht, der wird mit dem Stick sehr gut beraten sein. Mir ging es tatsächlich aber darum, am Laptop und für mein Tablet diese Option zu haben. Daher machte nur der RTL-Router Sinn für mich. Den Router kann man direkt auf der Homepage bestellen, wo man allerdings auch satte 5 Euro für den Versand zahlt. Sobald das Gerät angekommen ist, erhält man auch Zugangsdaten. Mit diesem muss man sich auch auf der Homepage registrieren, um sich freizuschalten. Anschließend kann man sich ein Surfpaket kaufen und das Gerät so nutzen, wie man will. Das Paket, wo ich am meisten Nutzen sehe, ist der 12-Stunden-Zugang für 1,99 €. Erst einmal denke ich, dass man dann preislich gesehen das meiste rausholt und zudem sind 12 Stunden quasi von der Nutzzeit gesehen ein ganzer Tag. Da ich berufsbedingt viel unterwegs bin und immer an verschiedenen Orten mich stundenlang aufhalten muss, ist mobiles Internet für mich ein Muss. Leider kann ich nicht überall in ein Wi-Fi-Netz und genau aus diesem Grund hatte ich mir den RTL-Router gekauft. Am Laptop und am Tablet habe ich dann noch die Chance, die Zeit zwischen den Terminen sinnvoll zu nutzen. Gerade wenn ich im Zug bin, kommt mir das echt sehr zugute.
Ich selbst nutze nur Tablet und Laptop gleichzeitig. Wenn ich mit meinen Kolleginnen unterwegs bin, waren auch schon mal 4 Geräte über den Router verbunden. Die Internetverbindung ist immer erstaunlich stabil und es reicht für die alltäglichen Arbeiten aus. YouTube läuft auch reibungslos und auch mit Skype kann man sich verbinden. Da kommt es ab und zu mal zu Verzögerungen oder kleineren Unterbrechungen, aber meiner Meinung nach noch im Rahmen. 1 GB Datenvolumen kann ich allein in 12 Stunden meistens nicht verbrauchen. Wer viele Videos oder Serien schaut, der würde es vermutlich plättern können. Oder wenn man eben mit mehreren den Router nutzt. Meine RTL-WLAN-Hotspot-Erfahrungen sind sehr positiv, denn ich wüsste nicht, woran ich hier meckern sollte. Die Surfpakete sind preislich fair gestaltet und im Gegensatz zur Konkurrenz bekommt man auch ordentlich Datenvolumen mitgeliefert. Den Zugang kann man ohne weitere Probleme einrichten. Das Gerät ist schon leicht und klein und ideal für unterwegs. Von mir gibt es auf jeden Fall beide Daumen nach oben für diesen Router. Und ich will ihn heute schon nicht mehr in meinem Alltag missen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.